So könnt ihr von eurem Schiff aus in die Stadt aus der Tiefe vordringen. Sie wirkte mittlerweile weniger fremdartig auf euch, als sie vor wenigen Tagen noch wirkte. Auch der Gestank ist nicht mehr so intensiv, nachdem ihr in den Niederhöllen wart. Jetzt, wo ihr die gewaltige Ziggurat vor euch seht und kurz mit den Krakoniern sprecht, die dann nach einem kurzen Verschwinden euch auch nach oben lassen, könnt ihr die Stufen wieder nach oben steigen und steht dann vor dem Herrn der Arche, der euch wieder einmal über seinen Tisch anblickt, hat dort einige Karten platziert und nickt euch munter zu, wenn sich seine gekräuselten Lippen denn so lesen lassen. Ihr wart erfolgreich, ausgezeichnet. Die Wurzelkaiserin ist vor einigen Augenblicken abgebrochen. Sie treibt bereits auf dem Grunde des Ozeans. Hervorragend. Nun, wir haben unseren Teil unserer Abmachung gehalten. Nun, dann sollte ich euch darüber in Kenntnis setzen, dass ihr die Meisterformel des Windes bekommen mögt. Und die Hafengebühr wird euch selbstverständlich erlassen und auch euren Verbündeten, so sie denn zum Bund der Wogen gehören mögen. Aber ihr müsst trotzdem eine Schuld begleichen. Von welcher Schuld sprecht ihr? Ihr habt einen Alanfaner begleitet. Nun, eine Alanfanerin. Sie hat sich bei mir beschwert. Sie hat sie beleidigt. Ich schaue mich mal fragen zu Diamantes, was glaube ich damals? Sie möchte 300 Dukaten für diese Schmähung haben. Und die soll sie bekommen. Ansonsten bin ich dazu verpflichtet, dass ich diesen Angriff vergelte. Indem ihr ebenso eine Beleidigung aussprecht, oder? Nein, indem ich die Neutralität wahre. Und meine Arche hat Hunger. Nun, seht ihr, es gibt ein alanfanisches Handelsschiff, das sie fressen könnte. Diamantes und Baltax, was habt ihr getan, um die Alanfanerin gegen euch aufzubringen? In den Gedanken von ihr gelesen und danach ein Handelsgut anders gehandelt, als es eigentlich vereinbart war. Ist das wahr? Wir hatten keine Vereinbarung getroffen, nein. Aber selbstverständlich legt die Grandessa es die Lage zu ihrem Vorteil aus. Es ist alle jedoch wahr, dass der gute Baltax hier in ihren Gedanken gelesen hat. Das ist richtig. Falschen verpflichtet. Fehle ich auch nicht. Falschen verpflichtet. Und ihr habt gefälscht. Nun kann die Frau denn beweisen, dass eine Abmachung getroffen wurde? Sie kann sie erzeugen. Unser 1O hier hat ebenfalls Zeugen, die bezeugen können, dass keine Abmachung zustande kam. Nun, es kam keine Abmachung zustande. Es soll nicht an den 300 Goldstücken liegen, dass unsere Vereinbarung hier zunichte wird. Wir werden diese Schuld bezahlen. Das will ich doch meinen. Ich werf noch Boldax und Diamantes einen Blick zu. Ich zuck da vollkommen unschuldbewusst mit den Schultern, weil ich sehe das nicht als meine Schuld. Ja, Diamantes schaut auf Boldax herab, weil er sieht das als seine Schuld. Es wäre sehr dumm von euch, wenn ihr euch jetzt deswegen mit mir erzürnen wolltet. Und die Neutralität ist mir sehr wichtig. Nun gut, dann schickt jemand, der die 300 Goldstücke bei uns abholt. In diesem Falle möchte ich allerdings erfragen, warum ihr scheinbar dem Wort einer ordinären alanfanischen Händlerin über das eurer geschätzten Handelspartner stellt. Hier ist jeder mein geschätzter Handelspartner. Und dann sollten alle eure geschätzten Handelspartner doch das gleiche Gewicht in euren Ohren haben. Und nichtsdestotrotz schenkt ihr unreflektiert und vor allem ohne erst einmal Rücksprache zu ersuchen, scheinbar ihr den Zweifel der Wahrheit. Möchtet ihr denn das Gegenteil behaupten? Seid vorsichtig, falls ihr lügen wolltet. Ich möchte zumindest in den Raum stellen, dass sie nichts beweisen kann. Denn auf Zeugen berufen kann sie sich, kann Diamantes Monterey hier aber auch. Nun, wie ich das also sehe, ist die Lage ungeklärt. Voltax hat es gerade zugegeben, dass er diesen Zauber angewandt hat. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass keine Handelsvereinbarung getroffen wurde. In der Tat, das war der Vorwurf, der hier vorgebracht worden ist. Dann solltet ihr vielleicht wieder zurück nach Pericum oder nach Beilung segeln. Das war ja sowieso der Plan, also zumindest erst nach Kunchom. Wir zahlen die 300 Goldstücke. Nun gut, Kapitän. Ich bin ein gerechter Mann. Ihr solltet mir keine unfairen Methoden unterstellen. Ihr wisst schon, dass zwei Archen auf dem Weg hierher sind?
Nun, seid bedankt für euren Teil des Handels. Und damit zieht er eine der Landkarten weg und schiebt dir ein Pergament hinzu. Ich muss das Pergament mal pflichtig überlesen. Ja, es sind auf den ersten Blick Abschriften seiner Meisterthesis in garetschen Schriftzeichen. Und ich würde ihn einstecken. Wenn ihr erlaubt, Kapitän. Ich habe schon eingesteckt. Ja, trotzdem die Hand aus. Nur gut, später. Zudem sei dem Bund der Wogen die Hafengebühr in diesem Hafen erlassen. Nun gut. Damit sind wir quitt. Dann überlassen wir euch euren Walten. Ich würde mich noch kurz verbeugen. Keine Sorge, die Achas aus Maraskan werden wir schon schaffen. Es ist spät. Und wir haben eine anstrengende Reise hinter uns und wahrscheinlich noch vor uns. Wenn ihr uns entschuldigen würdet. Eure Götter mit euch. Ja. Ich würde mich umdrehen und den Raum verlassen. Ah, wir auch. Ja, so könnt ihr wieder die Zikkuratstufe nach unten treten, an den Krakonian vorbei und in Richtung eures Schiffes gehen, wenn ihr denn wollt. Ihr könnt leicht nördlich von euch noch das Lärmen aus den Gruben hören, wo irgendwelche Söldner aus den Wasserreichen gegeneinander im Schlamm kämpfen. Die Vajadarena. Nun, Kapitän, ich danke vor, wir fangen hier früher als später mit der Vervielfältigung an. Es hat auf diesem Schiff hier leider die Angewohnheit, manche Dinge Feuer zu fangen. In der Tat. Sehr spontan. Wir sollten uns gleich in meiner Kajüte an die Arbeit machen. Verzeiht, Kapitän, wegen zusätzlichen Kosten, die auf uns zukommen. Ja. Vielleicht zusätzlich. Wir haben aufgrund des Maraskan-Stahl, den wir verkauft haben, außerordentlich viel Profit zu verkraften sein. Nächstes Mal, Bord Magus, schlage ich vor, dass ihr zuerst nach wirkenden Artefakten ausschaltet. Ja, kann ich machen. Aber ich weiß nicht, ich finde das jetzt eigentlich kein Problem. Nun, offensichtlich hat es ihr den Handel verdorben. Ja, aber das ist doch ihr Problem. Nun, ja, aber wenn sie hat es zu unserem Problem gemacht und ihr seht, dass wenn andere Dinge zu unserem Problem machen, wir dies nicht immer von der Hand weisen können. Nun, aber ihr habt es zu unserem Problem werden lassen. Ihr habt ja ganz richtig gesagt. Der Vorwurf war nicht, dass ich gezaubert hatte. In der Tat, aber ihr müsst anerkennen, dass wir hier die Wahl zwischen einem eher geringen und einem sehr viel größeren Problem hatten. Naja. Was mich offen gestanden überrascht, denn aus meiner Sicht ist die Verletzung ihrer Privatsphäre nun ja hier das weit größere Problem. Nun, wenn sie nicht in der Lage ist, und sie war ja in der Lage, dagegen Gegenmaßnahmen zu ergreifen, aber wenn sie nicht in der Lage war, Boltax draußen zu halten, dann hat sie auch keine Privatsphäre verdient. In der Tat. Ein schwacher Geist. Nichtsdestotrotz, nächstes Mal. Schaut einfach vorher nach, ey. Ich habe ihr noch geraten, dass sie an die Armbrust denken solle. Das fand sie gar nicht lustig. Nun gut, Diamantes, ich werde morgen bei euch auflaufen, was das Ohr angeht, ja? Ach, ja. Wir können es zumindest einmal ansehen. Und dann ziehe ich mich mit der Arbeit ins Kabuff. Ja, beziehungsweise ihr könnt auch erstmal ins Bett gehen. Das heißt, wir haben die 5. Stunde und ihr habt noch nicht geschlafen, beziehungsweise wurdet unterbrochen. Und könnt dann erst einmal ins Bett gehen, oder? Wollt ihr auf Schlaf verzichten? Ich denke, das ist eine gute Idee, aber wir könnten eigentlich schon den Befehl geben, Segel zu setzen, oder? Also ich lasse ihn nicht mit dieser Formel alleine. Das könnten wir in Tat. Ja, das können wir eigentlich hier bei Tagesanbruch, ne? 5. Stunde, ein, zwei Stunden vielleicht noch. Und dann segeln wir los. Also Diamantas wird auf jeden Fall nicht schlafen nach den ganzen Geschehnissen. Also ich würde sich sowieso nur im Bett rumwälzen. Und so verbringt er die ersten Stunden auf dem Achterdeck. Bis dann die ersten Sonnenstrahlen das Meer küssen und dann sorgt er dafür, dass die Segel gesetzt werden, der Kurs gesetzt und aufgebrochen wird Richtung Kontiam. Achso, Abel, mir kann gar nicht schlafen, denn es stehen Dukatengardisten vor seiner Tür und lassen dich nicht rein. Was ist hier los? Kein Zutritt. Ich denke, Bruder Ethelius ist noch bei der Arbeit.
Aber ihr könnt in meiner Kajüte schlafen, wenn ihr möchtet. Nein, warum kommt ihr nicht mit in mein Labor? Ja, eine gute Idee. Habt ihr zufällig etwas, etwas, das unseren Geist etwas beleben könnte? Aber sicher doch. Dann lass uns gehen. Flamin sieht den beiden sehr skeptisch nach, geht dann aber ins Bett. Ich werde kein Auge zumachen, ehe ich nicht entweder diese Formel habe oder abgeschrieben habe. Ich lasse den nicht damit alleine. Solche Dinge verschwinden bei ihm. Voltax geht ganz entspannt schlafen. Ja, ich schließe mich an. Okay, dann schauen wir einfach mal in Abyspfade. Ihr reist von, ich sag einfach mal, Beskar. Ganz cool. Beskar ist aber großzügig. Ah, ich schlag da noch ein paar Kilometer auf, aber ich muss halt trotzdem wissen. Ja, wir können das verdoppeln. Wir können das einfach gerade mal auch sonst ausmessen. Das müsste ja auch gehen. Habe ich gerade eine Karte? Nein, habe ich nicht. Ich habe eine Tunnelkarte. So, da sind wir. Und ihr wollt an Gilaskan vorbei nach Kunchum. Das müssten ganz grob 550, 560 Seemeilen sein. 560 Seemeilen und ihr habt eine ganz grobe 13 Meilen pro Stunde. Das klingt nicht nach uns. Sondern? Wie viel sonst? Achso, ja doch. Komm mal, wie der Wind steht. Ich wollte gerade sagen, also von bis, ne? Ja, ich sehe auch gerade, wir machen mehr als ich dachte. Ups. So, dann bemühen wir den Rechner und sagen 560 geteilt durch 13. Das sind 40 Stunden. Uff. Wie lange brauchen wir, um die Formel abzuschreiben? Um die Formel abzuschreiben, da gibt es Regeln zu. Nein, gibt es nicht. Doch, gibt es in Es gibt Regeln dazu, eine Formel Macht. Aus. Es gibt Hallen Arcana-Macht. Ah, du Sack. Okay, ich schau mal. Ja. Ich wollte gerade sagen, im WDZ steht nämlich nur, wie eine Formel aus dem Gedächtnis niederlegen geht. Hallen Arcana-Macht steht drin, was man braucht, um Formeln zu kopieren, damit du damit selber Geld verdienen kannst. Ich glaube, dort kann ich schon warte jetzt mal. Nee, tut es auch nicht. Einige Zeit einhalten. Ja, aber ich habe in der Zeit ja sonst noch was vor. Gut, also, wir fragen erst einmal. Also, ihr setzt den Befehl, Segel zu setzen, und zwar in Richtung Kunchum. Ihr habt zurzeit keinen Steuermann. Das heißt, ihr wartet, dass Diamantis ausgeschlafen ist und setzt dann Segel, korrekt? Diamant kann nicht schlafen. Diamantis macht das übermüdet, wird er erfahren. Also, ich nehme da auch eine saftige Erschwernis hin. Ja. Aber ich werde die nächste Nacht und vielleicht auch die übernächste Nacht nicht schlafen, nachdem das Ganze. Gut, dann schauen wir auch nochmal in Wege der Entdecker nach dem Motto übermüdete Helden und deren Erschwernis. Wir fangen erstmal an mit einer ganz normalen Seefahrtsprobe plus 7 um ein dir unbekanntes Schiff. Du hast es noch nicht gesegelt. Seefahrtsprobe plus 7 und dann mit der Übermüdung gebe ich dir plus halt noch eine plus 3 bei einer plus 10. Damit starten wir ganz locker. Okay, das probiere ich erstmal ganz was reinzupacken. Ich bin Meereskunde, das heißt, das erleichtert mir um 3. Ich bekomme also eine 7er Schwernis. Ich glaube, es geht auf Naturtalente. Nee, auch auf Seefahrt. Das haben wir geklärt. Okay. Ich meine, wie willst du Wildnisleben proben auf dem Meerschwert? Auf Wildnisleben proben? Egal, mach. Ja, 10 Punkte. Ja, 3 gebe ich dir zusätzlich weniger, ne? Du hast nur plus 7 eingetragen. Kein plus 7. Ja, genau. Mit der Erleichterung. Plus, ja, passt genau. Gut. Okay, damit kommt ihr zumindest erstmal von der Stadt aus den Tiefen weg. Selbstverständlich wurden vorher die 300 Dukaten von einem Boten abgeholt, der sie dann mit einem feisten Grinsen den anderen Fahnen überbringt. Ja, jeder kann keine sich Sorge, dann in seine Kajüten zurückziehen, beziehungsweise die beiden Alchemisten und Magier können dann die Formel abschreiben und sich mit Wachtrunken versehen. Ich bekomme bitte einen W20 auf der Zufallstabelle. Von uns beiden, oder? Von 18. Nee, von einem für die Seefahrt. Gut. Dann seid ihr... Ich bin nicht ganz sicher, ob wir das schon erledigt haben, aber ich möchte sicher gehen, dass unsere Rechnungen alle beglichen sind, bevor wir absegeln. Denn wir haben ja alle möglichen Dinge gekauft und da war teilweise die Rede davon, von wegen,
ja, es wird geliefert und es gibt eine Rechnung und so. Also das würden wir noch erledigen, bevor wir ablegen. Ja, ja. Für das Buch, was dir anvertraut worden ist, du wolltest ja das Buch der 1000 Namen haben, glaube ich, ne? Kreaturen am Rande der Welt. Genau. Da wollten sie ganz gerne eine Haarsträhne von dir als Preis haben. Nein. Schade. Ich komme von der Alachami, auf solche Handel lasse ich mich nicht ein. Gut, dann zieh dir 700 Dukaten ab, wenn du es haben willst. Gut, dann nicht. Dann nicht. Ja, hätte man natürlich auch günstig erwerben können. Aber, ja klar, du weißt... Für eine Haarsträhne? Ja, du weißt ja nicht, was die damit machen. Also ich könnte... Buch. Also wenn mit Verhandeln noch was zu machen wäre, vielleicht. Ja, natürlich immer, aber dann geht es auch genauso nach oben und Handel verpflichtet. Also wenn du jetzt dann das Falsche anfällst, dann musst du den Preis zahlen. Das haben wir ja schon eben gelernt. Nein. Gut. Ich verpflichte gleich mal Rachen aus Hintern. Gut, die 18 ist gewürfelt. Ja, ihr könnt dann so nach und nach ausschlafen. Könnt ihr dann wieder zu Diamantas an Deck stellen. Und irgendwann wird auch die Wache vor der Kajüte von Abelmir abgezogen, sodass er dann selber wieder wohl in seine Kajüte eintreten dürfte. Und ein sehr müder Etelius tritt mit einem Nicken an euch vorbei und sagt, es ist erledigt. Damit befindet ihr euch auf hoher See. Die Wellen schlagen, das merkwürdige Wasser ist wohl auch nicht mehr so sehr finster, hat wieder eine natürliche Farbe angenommen und es ist ein normales Meeresblau. Die Wellen um euch herum schlagen und Salzwasser, Gischt wird aufgewirbelt. Der Wind weht gut in euren Segeln und die Mannschaft ist zumindest erstmal froh, dass man wieder diesen unheiligen Hafen verlassen hat, auch wenn die Vollmatrosen der Sylla-Schwerter noch mit ihrer Moral zu kämpfen haben und murren von dort oben, aber das bekommt ihr auf alle Fälle unter Kontrolle, zumindest bis Kuntium. Ich würde während der Überfahrt gerne Boltags Höllenfahrt verfassen und zwar ja in Form eines kurzen Textes, den wir dann von Ausrufern in Kunchom ausrufen lassen können. Und ich würde mir vielleicht auch noch jemanden schnappen, der ein bisschen besser mit Stift und Feder ist und ein paar Zeichnungen dazu anfertigen lassen. Wie Boltags heldenhaft die Seele rettet und wie Etelius sie dann in die göttlichen Paradiese führt und so weiter und so fort. Dass das nochmal schön für die einfache Bevölkerung illustriert ist. Ja, weil wohl höchstwahrscheinlich viele von denen nicht unbedingt lesen können. Genau. Wie willst du das im Vorfeld abschicken? Das würde ich noch gar nicht im Vorfeld abschicken, sondern wenn die in Kunchom sind, würde ich in eine Druckerei gehen. Also ich würde das im Vorfeld wegschicken, wenn du willst. Okay, wenn du möchtest, kannst du das natürlich auch gerne machen. Dann würde ich aber später nochmal auf dich zukommen, aber das spielen wir dann, würde ich sagen. Ich brauche sowieso vorher erste Runden, ich bin auf 0 ASP. Genau, dachte ich mir fast schon. Finde ich denn unter unserer Mannschaft jemanden, der besonders gut malen und zeichnen kann? Bestimmt, ja. Hüwiller Marix Fuchsecker zum Beispiel, als Jäger. Ja, super. Ja, dann würde ich sie doch darum bitten und ihr die Geschichte auch nochmal ganz ausführlich erzählen. Natürlich mit diesen schönen klassischen Einfärbungen, welche Heldentaten Boltags alle vollbracht hat. So, ihr wart also in den Niederhöllen. Sehr interessant. Ja, ja. Sie holt ein kleines Notizbuch heraus und schreibt dazu die Geschichte noch einmal in ein Notizbuch, während sie dann gleichzeitig nebenbei malt. Ja, ich würde ihr quasi die Geschichte vorlesen, wie ich sie dann schon verfasst habe. Sie hört aufmerksam zu. Poste das ins Forum dann. Sehr gut. Okay. Dann seid ihr irgendwann auf hoher See, habt euch dann alle akklimatisiert, erholt und könnt dann nach und nach während ruhigem Gewässer, habt ihr einen von den erfahreneren Vollmatrosen an Steuer gelassen, damit Diamantas auch mal ein bisschen ausruhen kann, unten in die Kapitänskajüte getreten. Konnten wir vorher regenerieren oder wie viel haben wir es jetzt? Du hast geschrieben, du hast nicht regeneriert. Okay, deswegen frage ich ja. Ja, dann nicht. Deswegen frage ich ja. Wie viel haben wir es denn jetzt? Also wir sind jetzt irgendwo bei 13, na, sagen wir bei 11 Uhr. 11 Uhr am nächsten Tag. Okay. Kapitän, wir haben mit Kappa gesprochen. Wir sollten im Verlauf des nächsten Tages in Kunchom ankommen. Danke. Ich werde mich bald wieder hinter Steuer geben.
halte das für eine kluge Idee. Mir fallen ja schon fast die Augen zu. Morgen bereits, sicher. Aber lasst euch abwechseln. Ja, also mir geht's ausgezeichnet. Oh, mir auch. Ja, ich habe richtig gut geschlafen. Keine Träume und nichts. Oh, und zum Frühstück erstmal ein schönes Bier. Oh. Was das angeht, ich denke, Kapitän, wir sollten uns dann alsbald auch zur Ruhe betten. Ja, eine gute Idee. Gibt es sonst noch etwas, oder? Naja, also nicht bevor wir in Kulchom sind. Da hat sich ja nichts geändert seit gestern. Ja, ich wollte später nochmal zu meiner lieben Angroschminia gehen. Sie hat heute ein bisschen Zeit, hat sie gesagt, weil die Reparaturen soweit, naja, gut vorankommen. Und ja, das wird sehr schön. Kann ich denn nicht? Kapitän, wach bleiben, hallo! Ja. Angroschminia. Ja, schön für euch, Boltax. Aber ja. Warum zieht ihr mir das? Weil ihr gefragt habt, was es sonst noch so gibt. Und ich dachte, das ist interessant für euch. Nun ja. Bestimmt. Ja, ihr verfügt ja alle über kein Liebesleben hier an Bord. Und da wollte ich euch an meinem reichhaltigen Teil haben lassen. Oh, Angroschminia. Ich verzichte in Zukunft darauf, über euer Liebesleben informiert zu werden. Alle Mann an Deck! Ach, was ist denn schon wieder los? Ich schleppe mir aus dem Sofa hoch und gehe an das Hauptdeck zurück. Ja. Ja, wenn ihr euren Flur verlasst, könnt ihr erkennen, neben euch hämmern natürlich immer noch die Matrosen und versuchen dann den Boden einzudecken mit neuen Planken. Könnt ihr erkennen, wie direkt vor euch, irgendwie halb versetzt, sicherlich auf 2 Uhr von euch aus gesehen, eine gewaltige, es ist keine Flutwelle, die da auf euch zukommt, sondern es ist eine Wasserfontäne, die senkrecht nach oben steigt, ungefähr 40 Schritte hoch. Da ist irgendwas eingeschlagen. Oha. Was ist denn jetzt schon wieder? Bindet euch fest, kommt der Befehl von einem der Vollmatrosen, der jetzt gerade am Steuer steht und macht euch bereit! Ich würde mir da irgendwie so ein Tau nehmen, was da oben liegt, wahrscheinlich auch verknotet irgendwo und dann mich selber da festbinden. Ja, ich gehe wieder rein. Ja. Okay, dann gib mir mal eine Fesselprobe, ihr kennt das Spiel. Ich hab's befürchtet. Nicht, wenn ich rein würde. Genau, ich würde mich auch wieder nach drinnen verdrücken. Ja, dann fällst du halt nicht übers Deck, aber du holst dir groß halt den Schaden an den Möbeln. Ja, das ist mir egal, Hauptsache ich fall nicht übers Deck. Okay, gut. Sowieso nicht da draußen zu suchen. Festhalten kann ich mich drin immer noch. Vielleicht. Das ist richtig. Wahrscheinlich nicht, aber vielleicht. Ich würde so viel gern schippen. Ja, noch was Zeit. Ich würde die beiden 16 auf jeden Fall schippen. Nee, eine oder alle drei? Dann alle drei, ist egal. Wenigstens gelungen. So, damit fällt noch. Ich würde auch mit reingehen, denn ich habe beim letzten Mal eine Rotzenkugel in den Bauch gekriegt, aber ich kann mich drin irgendwie festbinden oder so, falls das also Sinn drin macht. Also drin kannst du dich auch festbinden, ja. Es geht jetzt nicht darum, dass du von Deck fällst, sondern vor allem, dass okay, du den Schaden würfle ich. Ich würde mich gerne einfach festhalten, Unterschied ist der gleiche. Ja, dann würfelst du eine Fingerfertigkeitsprobe. Das ist tatsächlich, glaube ich, besser für mich. Und eine Körperkraft. Das ist immer noch besser für mich, denn ich bin unfähig Naturtalente. Ich binde, Entfesseln macht mir gar nichts. Ich binde mich drin natürlich auch fest. Aber ich wollte halt trotzdem auch reingehen, weil. Ne? Haltet ihr das wirklich für ratsam, euch festzubinden? Was ist, wenn wir sinken? Ach, alles gut. Seht ihr, dann geht der Knoten wieder so auf. Und ich ziehe dran und das Seil fällt ab. Ja. Nicht so beeindruckend wie Zulamins Knotwerk, aber. Ne. Wenn wir sinken, dann ist allemal noch genug Zeit, mich wieder loszubinden. Aber Mirafim, ihr könnt oben an der Reling stehen und seht, wie die Flutwelle, die sich jetzt durch diesen Einschlag gebildet hat, näher auf euch zurollt. Fast wie in Zeitlupe könnt ihr zusehen, wie die Wellen anwachsen und größer werden und es anfängt, leicht unruhig zu werden. Ihr könnt sehen, wie um euch herum die Matrosen allesamt in den Segeln sich auch festbinden und panisch an den Segeln festhalten. Ich würde mich auch zusätzlich nochmal hinknien und hinter der Steuerbordwand mich da festhalten zusätzlich noch.
Kann ich mit meiner Seefahrtsprobe einschätzen, ob es möglich oder besser gesagt sinnvoll wäre, das Steuer rumzureißen und direkt in die Welle hineinzusteuern, als dass wir das in die Breitseite bekommen? Das ist sehr sinnvoll, ja. Das ist immer besser, aber ich glaube, da könnte es jetzt zu spät für sein. Also, das ist tatsächlich auch schon geschehen. Also der Matrose dreht da jetzt nicht ab, sondern er fährt halt weiter drauf zu. Er gibt halt ein paar Knoten in eine andere Richtung oder ein paar Grad in die andere Richtung und segelt dann eben, seid aus der Kajüte gekommen, da war es irgendwie 2 Uhr auf eurer Seite, dann irgendwann 1 Uhr und jetzt 12 Uhr. Das heißt, ihr fahrt direkt darauf zu. Und ja, ihr könnt dann sehen, wie die Wasserfront vor euch aufwächst und dann werdet ihr von einem Schiff von dem Wasser erfasst. Gut, schauen wir mal nach. Das war die Steuermannprobe. Die ist nicht so gut gelungen. Er ist kein guter Vollmatrose. Dementsprechend bekommt ihr alle 3W6-3. Und ihr könnt, wenn die Fesselprobe gelungen ist, da Ausdauerschaden draus machen. Also dann Körperkraft, ja? Ja, eine Körperkraft, eine Fingerfertigkeit. Beide, das hast du sowieso nicht geschafft. Dann ist es nicht geschafft, dann kannst du schon mal deine 3W6-3 auswürfeln. Okay, ich verkünde stolz, dass es nicht das Potenzial hat, mich umzubringen. Ja, 6 Punkte Schaden, das nehme ich. Nur 14 Damage bei mir. Voltax, geht von mir runter! Oh. Ja, mitten in der Kajüte von Abel, mir merkt wohl, könnt euch nicht ganz darauf einstellen, wann genau diese Wasserfront kommt. Irgendwann hebt sich das Schiff leicht an und plötzlich bemerkt ihr, wie die Schreibtische rumgewirbelt werden und Voltax direkt von einem der Schreibtische zerquetscht wird und durch die Kajüte gewirbelt wird, gegen die Holzwand gedrückt wird und auch wohl ein kleines Stückchen in Richtung der Kajüte von Diamantis einknackt und bricht. Voltax! Das voll in den Magen. Oh, das war genau auf Magenhöhe, die Tischkante. Eieiei. Du siehst wohl auch wieder, wo ein Stück vom Schreibtisch abgebrochen ist und dann direkt in deinem Bauch rausragt. Oh, was sagen wir dem Kapitän? Ich dachte, diese Tische werden befestigt. Das dachte ich auch. Autsch. Wärt ihr wohl so gut und zieht dieses Stück mal da raus. Das ist ein ordentlicher Splitter, der tut ziemlich weh. Mann über Bord!